Guten Morgen und herzlich willkommen zum Digital Talk Transformation der Innenstädte. Welchen Einzelhandel brauchen wir für attraktive urbane Räume? Ja, wie ist es in den letzten Monaten nicht so ergangen? Wir wollen alle wieder raus, wir wollen alle shoppen und wenn die Sonne jetzt langsam rauskommt, freut sich jeder auf den ersten Aperitif auf den Terrassen unserer Innenstädte. Tatsache ist, dass es momentan alles andere als rosig in die Richtung aussieht und wir auf jeden Fall merken, dass ein großer Wandel und Umbruch schon seit vielen Monaten stattfindet. Grund genug, in dieser hochkarätigen Runde zusammenzukommen und zu diskutieren, was das morgen uns bringen wird und vor allen Dingen, wie unsere Innenstädte attraktiv und spannend für alle in der Gesellschaft bleiben. Ich freue mich sehr, Herrn Hönig-Unsau begrüßen zu dürfen, der auch schon die letzte Vita-Runde hier phänomenal moderiert hat. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und uns gleich Ihre hochkarätigen Gäste vorstellen werden. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können wie immer Fragen stellen. Das ist sogar ganz explizit gewünscht. Bitte über den Chat schicken Sie mir die und wir werden in der Q&A-Session dann wieder darauf zurückkommen. Ich gebe ohne Umschweife an Sie ab. Wir haben ein proppevolles Programm. In dem Sinne, Herr Hönig-Unsau, the stage is yours. Vielen Dank, Frau Sacellario. Ja, werte Damen und Herren, freut mich, dass Sie dabei sind oder wieder dabei sind zu unserem Digital Talk. Wir haben hochkarätige Gäste eingeladen, mit dabei wieder mal Christine Hager, Vorstandsvorsitzende des German Council of Shopping Places, Patrick Rüther, der schlägt die Küchenschlachten zusammen mit Tim Melzer in der Bullerei und ist Gründer und Partner der Tellerrand Consult Gastronomieberatung. Rudi Hallo. Purps, Geschäftsführer der Zentrumgesellschaft, Projektentwicklung und einer der großen Immobilieneigentümer innerstädtischer Mixed-Use-Immobilien. Maximilian Ludwig, Head of Retail, Hotels and Logistics bei der Fondsgesellschaft Realis. Und ich möchte gleich übergeben an Christine Hager, die uns berichten wird über die Faktoren für den Neuanfang für den Handel in den Innenstädten. Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe ZuhörerInnen und auch ZuschauerInnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute wieder online treffen, auch wenn ich ehrlich gestehe, dass ich Sie lieber persönlich vor mir gesehen hätte. Aber die Pandemie hat vieles verändert und ganz besonders eben auch unser Kommunikationsverhalten, digital statt stationär. Und wir stellen fest, es funktioniert und macht auch oftmals Sinn. Bundesweite Anreisen für einstündige Meetings dürften auch in Zukunft der Vergangenheit angehören. Und das erscheint mir aus ökologischer wie ökonomischer Sicht mehr als sinnvoll. Die Digitalisierung ändert eben alles. Und schon sind wir im Thema. Welche Faktoren gestalten den Neuanfang des stationären Handels? An drei Faktoren möchte ich Ihnen wichtige Rahmenbedingungen aufzeigen, die heute natürlich nur skizziert werden können, ihre Macht und Wirkung jedoch in den kommenden Monaten deutlich machen werden, worauf es in Zukunft ankommt, wenn es darum geht, den Einzelhandel in der Innenstadt mit und nach der Corona-Krise neu zu starten. Es geht darum, wie in einem Theaterstück die Story, die Rollen und das Szenenbild so zu setzen, dass es eine spannende, unterhaltsame, aber vor allem auch erfolgreiche Aufführung wird. Und das Wichtigste dabei, im Mittelpunkt steht das Publikum, der Mensch. Faktor 1, die Rolle des Handels. Die Stärke von Amazon ist auch die Schwäche des stationären Handels. Ein Einzelhändler, der sich in den vergangenen 12 Monaten nicht intensiv mit seiner eigenen Omnichannel-Fähigkeit auseinandergesetzt hat und angefangen hat, notwendige digitale Schritte zu unternehmen, der wird nahezu chancenlos im Wettbewerb untergehen. Der Kunde von heute und insbesondere auch von morgen will wissen, ob sein gewünschtes Produkt im Laden vorrätig ist. Erst dann wird er sich vermutlich auf den Weg machen. Die Customer Journey
beginnt nämlich bereits zu Hause, bequem auf dem Sofa. Und die getätigte Online-Vorauswahl ist das Blättern sozusagen im Innenstadtkatalog. Finde ich dort nichts, was mich reizt, dann fehlt ein wesentlicher Grund, überhaupt in die Stadt zu kommen. Dramatisch dabei ist, der Kunde sagt uns nicht, wieso. Weil der analoge Einzelhandel nicht auf seiner Wellenlänge kommuniziert, sozusagen nicht zuhören kann. Facebook, Instagram und Co. wird aktuell noch von viel zu wenig Händlern professionell eingesetzt. In unserem neuen Stück Lebendige Innenstadt muss der Handel seine neue Rolle annehmen und perfekt spielen lernen. Spannend wird es dabei sein, welche neuen Player aus der reinen Online-Welt jetzt stationär werden und die Geschäftsmodelle reformieren. Fazit: Es wird sehr sichtbare und teils enorme Veränderungen geben, aber neue Spieler können auch neue Impulse setzen und spannende Geschichten erzählen, die das Publikum begeistern und mit steigenden Umsätzen auch wieder auskömmliche Mieten erwirtschaften. Faktor 2: Die Rolle der Handelsimmobilienindustrie. Während der Händler seine 7 Sachen packen kann oder vielleicht auch muss, so ist der Handelsimmobilieneigentümer unverrückbar an seinen Standort gebunden. Er ist sozusagen Teil der Kulisse, des Szenenbildes und trotzdem viel mehr als nur das. Die oft bestehende, scharfe Diskussion über Mietzahlungsverpflichtungen bei eingeschränktem Betrieb in der Corona-Krise bringt die bisherigen Businesspläne durch das aktuelle Ausbleiben oder zumindest die verringerte Zahlung in eine deutliche Schieflage. Denn ohne gesicherte, kalkulierbare Mieten lässt sich keine Finanzierung darstellen und auch das Anlegerbedürfnis nach Rendite befriedigen. Aus Asset-Managern werden auf einmal Krisenmanager und Zukunftsgestalter. Ihre Rolle entwächst dem Excel-Sheet, da ihre Entscheidung über neue Miethöhen, verlängerte oder verkürzte Mietvertragslaufzeiten, die Akzeptanz von Start-ups als Mieter mit deutlich flexibleren Rahmenbedingungen oder aber auch die Freigabe von Investitionen zu Umbau und die Neugestaltung oder die Implementierung digitaler Tools zur Omnichannel-Fähigkeit des Gebäudes. Dies sind die Rahmenbedingungen der zukünftigen Kulisse in unserem neuen Stück Lebendige Innenstadt. Fazit: Ohne kreative, digitale, aber vor allem auch wirtschaftlich vertretbare Entscheidungen wird es sehr schwer werden, die zukünftige Rolle des Handels und für Sie eine neue und passende Kulisse, Bühne zu bauen, die dann auch das Publikum begeistern kann. Gelingt das nicht, wird der stationäre Handel mit allen Konsequenzen auf der Strecke bleiben. Faktor 3: Die Rolle der Stadt. Sie ist sozusagen Besitzerin und zugleich in vielen Teilen Eigentümerin unseres Theaters, der Innenstadt. Die Politik und in der Folge die Verwaltung entscheiden sozusagen über den Spielplan. Was darf wann und wo überhaupt aufgeführt werden? Wie lange darf jedes Stück sein und darf es vor allem auch am Sonntag gespielt werden? Wer darf womit und unter welchen Voraussetzungen überhaupt ins Theater kommen? Autos aus der Stadt raus, Fahrräder rein oder nur der öffentliche Nahverkehr? Der Gang zum Bauamt, zur Umnutzung einer Handelsfläche, eines ganzen Quartieres wohlmöglich, gleicht leider nicht immer dem Weg des mutigen Helden mit Visionen für eine bessere Zukunft. Es ist vielmehr oftmals das mühsame, mehrjährige Plagen, an dessen Ende die bereits oft verdorrte Erde kaum Perspektiven für das erfolgreiche Gedeihen von innovativen Handelskonzepten steht. Zu lange ist der Zeitraum von der Idee bis zur Baugenehmigung und bis zur Realisierung. Und das Publikum möchte zwischen den Akten nicht jahrelang warten, wenn doch ein Klick entfernt alles wie im Schlaraffenland zu haben ist. Fazit: Eine Stadt
muss ihre Prozesse an die Geschwindigkeit des Zeitgeistes anpassen, ohne dabei nachlässig im Detail und in der kritischen wie konstruktiven Prüfung und Begleitung zu sein. Die Politik muss vor allem auch erkennen, dass das Publikum auch gerne sonntags ins Theater möchte und die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Gelingt dieses nicht, dann wird Amazon nicht nur der weltgrößte Einzelhändler sein, sondern eben über seine TV-Kanäle auch die Gestaltung der Gesellschaft übernehmen. Grob skizziert habe ich jetzt hoffentlich einen Blick auf die Faktoren des Neuanfangs im stationären Handel gesetzt und hoffentlich auf deren baldiges Ende. Unabhängig davon, wie lange wir noch unter diesem Joch leiden, ist aber heute eines schon klar. Es wird nicht wieder so werden, wie es einmal war. Hierin sehe ich für die drei Akteure, den Handel, die Handelsimmobilienindustrie und die Stadt, aber auch die größte Chance. Jetzt können alle drei ihre nicht mehr gültigen Muster und Konzepte verlassen und gemeinsam auf Augenhöhe an dem Theaterstück Lebendige Innenstadt schreiben. Es geht sowieso nur zusammen. Einer alleine kann es nicht richten. Unsere Aufgabe als German Council of Shopping Places sehe ich von daher vornehmlich darin, den Handel, die Handelsimmobilienindustrie und unsere Städte unter einem Dach zu vereinen. Als Moderator oder auch Inkubator und Netzwerkplattform können wir jetzt unseren Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft leisten. Und denken Sie immer daran, gemeinsam sind wir viele. Vielen Dank. Vielen Dank, Christina, für den Beitrag und den Appell. Dem möchte ich gleich noch einen weiteren Appell hinterher schicken von Tim Melzer, der uns, ich darf schon so viel verraten, zu mehr Mut, zu mehr Moos in den Innenstädten rät. Wenn wir möchten, dass die Innenstädte, und ich glaube, das ist eine der wenigen Chancen, die die Innenstädte noch haben, um wieder ein Gesicht zu bekommen, wieder individualisieren wollen, dann müssen wir auch alle gemeinsam ein Umfeld schaffen, dass ein Individualanbieter einer individuellen Idee, die vielleicht schräg erstmal daherkommen mag, müssen wir ihm das Umfeld bieten, damit er sich sozusagen dort seine kleinen Wurzeln in den Boden eingraben kann, damit wir in Zukunft nicht in Barcelona, Madrid, Hamburg, New York und Frankfurt Pimki und Orsi nebeneinander haben, ein bisschen H&M, ein bisschen, keine Ahnung, Vapiano etc. Nichts gegen Vapiano als solches, aber es ist ja schon eine, wie soll ich sagen, eine auch geistige Vereinsamung, die da teilweise in Innenstädten stattfindet, weil ich glaube, dass Land und Stadt sich viel stärker in Zukunft miteinander vermischen wird. Also Stadtmenschen werden wieder einen leichten Bezug zum Land bekommen. Und ich glaube auch, dass das Land ein Bild in der Stadt braucht. Also es ist wie so ein Moos, was so ein bisschen über den Gehweg rüberkrabbelt, was man aber nicht mit einem Kantentrenner sofort wieder säubert, sondern wo man sagt, ja, wir lassen genau das zu, das, was sich miteinander verbindet. Elzer, ich möchte an dich übergeben zu deiner Sicht aus der Rolle des Gastronomen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich die Sicht meines lieben Geschäftspartners Tim vielleicht ein klein bisschen ergänzen darf. Mein Name ist Patrick Güter von der Tellerrand Consulting aus Hamburg. Wir sind ein Team aus Gastronomiebegeisterten, von Controllern über Buchhaltung, Projektmanagerin bis eben zu den fünf Partnern, die von der Imbissbude bis zum nationalen Rollout eigentlich so alles schon mal hinter sich gebracht haben. Das, was wir mögen, ist eigentlich Gastronomie so ein bisschen anders zu denken, anders zu machen, damit es uns auch reizt. Sehr zum Leidwesen, sagen wir mal, der systemisch Veranlagten unter uns, weil fast jedes Konzept, was wir machen, anders ist und anders gedacht wird. Ich habe ein paar bunte Bilder mitgebracht. Gehen wir nochmal einen zurück. Das ist die Bullerei, die machen wir im Hamburger Schanzenviertel, wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Wir machen eine super Idee gerade mitten in der Krise, das Pezzo di Pane am Frankfurter Flughafen auf. Rimini 60er Jahre inspiriert ein Pinsa-Konzept ohne Fettabluft, das heißt auch gleich ebenfalls für ein Rollout quasi geeignet, weil etwas weniger Technikkosten anfallen.
Wir haben aber auch eine Craft-Bier-Brauerei, ebenfalls am Frankfurter Flughafen, großen Takeaway-Bereich mit dem Hausmanns- und dem Food-Service-Konzept und machen sonst auch ziemlich viel gastronomischen Kram, der uns Spaß macht. Was sehen wir durch unsere kleine Gastrobrille an Entwicklung? Tim hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet und es ging sicherlich auch vor Corona los. Die Innenstädte sind teilweise doch ein wenig sehr auf Praktikabilität angelegt in ihrem Ausbau, wirken teils ein bisschen monoton und damit ungemütlich. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass, sagen wir mal, die Menschen erleben, dass sie die unemotionalen, einfachen Dinge ganz einfach von zu Hause aus erledigen können, bestellen können und sie werden ihnen geliefert, wird es schwierig, da einen Reiz zu schaffen, eben in die Innenstadt zu kommen, unserer Meinung nach. Das heißt, es macht sicherlich Sinn, die Innenstädte Angebote zu schaffen fürs Erleben, fürs Fühlen, für die Emotionen, eben weg vom Konsum hin zum Erleben. Parallel wird sich das beim Arbeiten auch vollziehen. Wenn ich die normalen Arbeiten aus dem Homeoffice erledigen kann, dann nutze ich natürlich das Office als Tool zum Begegnen, zum Erleben. Und das sollte gespiegelt werden durch Architektur der Innenstädte und sicherlich auch durch das, was dann die Gastronomie in den Innenstädten anbietet. So, da sollte aus unserer Sicht deutlich kleinteiliger gedacht werden, was es gleich ein bisschen mühsamer macht. Aber was sich lohnt, es sollte ein Erlebnis versprochen werden, natürlich deutlich höhere Verweil- und Aufenthaltsqualität hergestellt werden. Es sollte ein Freizeitwert hergestellt werden, ob das durch mobile Parks und Schaukeln passiert, sicherlich mehr Grünflächen. Ich persönlich sehe auch große Chancen darin, den Autoverkehr ein klein wenig zurückzudrängen. Ja, um es eben ein bisschen lebenswerter und einfacher zu machen. Aus Betreibersicht sind sicherlich einige Änderungen nötig in der Post-Corona-Zeit für die Innenstädte. Außenplätze nach wie vor sehr, sehr wichtig und noch wichtiger geworden in Corona. Wer die nicht hat, sollte sicherlich sehr viel Grün und natürliche Materialien in den Innenräumen verbauen. Es muss hybrid gedacht und geplant werden. Das Konzept, was vielleicht abends zum gemütlichen Dinner einlädt, sollte Bereiche vorhalten zum Takeaway, zum Grab-and-Go für die Gäste. Die Bereiche sollten auch entsprechend gestaltet werden, sodass ich, wenn ich mein Essen abhole, nicht irgendwo im Weg und im Gang stehe. Dasselbe gilt natürlich für die Delivery-Fahrer, die mit ihren riesen Rucksäcken nicht unbedingt den Gästen im Nacken rumwirbeln sollten. Das heißt, das wird auch Einfluss auf Flächenplanung nehmen, auf die Grundrissplanung. Dann schätzen wir, dass bestimmte Schnittpunkte in den Gastronomien großzügiger weiterhin geplant werden sollten, wo sich die Menschen begegnen, vor Toiletten in Eingangsbereichen und so weiter, weil eben doch dieses Abstandsgebot auch nach Corona, vielleicht vor Covid 20, 21, 22 sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Generell tendieren wir dazu, die Räume selbst großzügig, offen und luftig zu planen und zu denken. Wenn ich schon die ganzen Tage im Homeoffice bin und dann mal abends unterwegs bin oder auch mittags, um die Kollegen, die ich neu kennengelernt habe, besser kennenzulernen oder eine gute Zeit mit denen zu verbringen, dann möchte ich auch andere Menschen sehen. Ich möchte vielleicht gar nicht ins kleine, abgetrennte Separé. Das heißt, eine luftige Gestaltung, eine offene Gestaltung der Räume halten wir für wichtig. Hier einmal kurz die Forderung, mehr davon, auch in den Innenstädten. Dass das alles natürlich nicht nur Aufgabe von Vermietern und Entwicklern sein kann, sondern alle Beteiligten, wie Frau Hager ja auch schon gesagt hat, da ihre Rolle zu spielen haben in diesem großen Bühnenstück, ist auch uns klar. Wobei wir glauben, dass da auch auf Entwicklerseite so ein bisschen Puffer noch sein sollte. Auch wir als Gastronomen beispielsweise könnten natürlich das optimale Konzept machen. Dann sparen wir aber am Einkauf, wir sparen am Personal, wir sparen am Design, wir sparen an der Kunst. Wir können aber auch so ein bisschen locker lassen. Und das ist auch das, was wir tun, weil wir glauben, dass es sich am Ende dann doch bezahlt macht und positiv auswirkt. Wir haben noch ein paar bunte Bilder mitgebracht von Konzepten, die wir sehr geeignet finden, auch für die Nutzung beispielsweise großer Warenhäuser in den Innenstädten. Ich muss Erlebnisse schaffen. Es geht nicht mehr nur eben ums Konsumieren, ums Essen. Es geht ums Lernen, ums Erfahren, ums Erleben. Und das auch für groß und klein. Mit groß ist auch alt gemeint, nicht nur groß. Italy macht das ganz gut mit allem drum und dran. Als These, wieso entwickeln wir das nicht mal auf deutscher Ebene, mit deutscher Spannung. Es muss ja nicht immer die italienische Küche sein. Manufaktum als Einzelhändler hat auch schnell gemerkt, dass eine Aufwertung durch Gastronomie
überhaupt nicht schadet. Wir haben das Mutterland in Hamburg als sehr detailverliebten Einzelhandel, aber eben auch mit Gastronomie, also eben auch klassisches hybrides Konzept. Natürlich das Urbedürfnis aller Menschen, die Märkte, die Begegnung, der Urlaub in der eigenen Stadt, das Entdecken von internationalen, von Foodtrends und so weiter. Beispielsweise in Hamburg fehlt das total, sehr zu unserem Leidwesen. Und immer, immer wieder der Gedanke, der Appell an die Individualität zu denken. Genauso wie mein werter Partner Tim es gesagt hat, es sind dann doch oft die Individuellen, die Kleinen, die Kreativen, die die Dinge ausprobieren, die die Dinge wagen, die auch im Verhältnis viel mehr Nachbarschaftsarbeit betreiben, die die Ansprechpartner sind für die Nachbarschaft, für eine Nachbarschaft, die entstehen kann. Und denen muss ich natürlich Chancen bieten. Und die sollte ich nicht abschrecken mit sehr langen Mietverträgen, mit hohen Mieten oder mit riesigen Ausschreibungsunterlagen, sondern auf die sollte ich mich einstellen, wenn aus gastronomischer Sicht die Innenstädte lebenswerter werden sollen. Ich hoffe, ich habe die 5 Minuten eingehalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Patrick. Dann übergeben wir gleich an Max Ludwig, der deine Vorschläge aus der Gastronomie auch aufgreift, in der Transformation einer innerstädtischen Einzelhandelsimmobilie in eine von gestern in eine Hybridimmobilie von heute und morgen. Ja, vielen Dank, Dirk. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. In der Tat versuchen wir, diese Themen aufzunehmen, wobei wir das nur teilweise können, zumindest mit diesem Konzept, das ich Ihnen hier vorstellen möchte. Das Forum Steglitz in Berlin, dem einen oder anderen dürfte es bekannt sein. Überschrift letztendlich vom Niedergang zum Neuanfang. Das Forum Steglitz entstand in den 70er Jahren. Jetzt bin ich eins zu weit gegangen, Entschuldigung. Entstand in den 1970 aus dem ehemaligen Bornmarkt. Der Bornmarkt in Steglitz war letztendlich der Nahversorgungsmarkt für den Bezirk und auch die umliegenden Bezirke und war das erste Shoppingcenter in Berlin. Das jahrzehntelang sehr erfolgreich funktioniert hat, aber eben heute und auch in den letzten Jahren nicht mehr ganz zeitgemäß hat. Es hat viele Vorteile, die vor allen Dingen der Standort auch hergibt. Es ist hat eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit aufgrund der Solitärstellung, was man auch gut auf dem Bild sieht. Es hat große, gut geschnittene Mietflächen, die allerdings auch gut teilbar sind und flexibel teilbar sind. Insofern auch entsprechend den Anforderungen, denen wir uns stellen müssen, eben auch in flexiblere und öfter wechselnde Konzepte angepasst werden kann. Es hat eine Vielzahl von Treppenhäusern, was sehr, sehr wichtig ist für die Flexibilität, vor allen Dingen die Flexibilität der Nutzungen. Es hat kurze Wege von den Mietflächen zum Parkhaus und es hat einen guten Tageslichteinfall durch große Oberlichter. Das heißt, die Voraussetzungen für Veränderungen sind hier gegeben gewesen. Auf der anderen Seite hat es allerdings einen unterdimensionierten Haupteingang gehabt. Das heißt, man sieht nicht, wenn man vor dem Center steht, dass man sich vor einem Shoppingcenter befindet mit 37.000 Quadratmeter Mietfläche. Innerhalb der Mall kaum Sichtbeziehungen durch viele Rolltreppen, viele Kioske. Und das größte Manko, das das Forum Steglitz hatte, war letztendlich die vertikale Erschließung, das heißt Verkaufsflächen auf 5 Ebenen. Und jeder, der sich mit Vermietung von Shoppingcentern beschäftigt, wird bestätigen müssen, dass es heutzutage selbst im ersten Obergeschoss schon schwierig ist, Flächen zu vermieten. Und das auch vor Corona. Dann ein hoher Anteil aperiodischer Handel. Und wir haben in der Schlossstraße 4 Shoppingcenter und auch noch High Street. Das heißt insgesamt 200.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche circa. Und insofern einfach zu viel. Daraus erschloss sich auch ein zunehmender Leerstand in vor allen Dingen den Obergeschossflächen, was uns zwang, uns Gedanken zu machen, wie wir mit dieser Immobilie umgehen und uns entschieden haben, diese umzustrukturieren und neu zu positionieren. Es wurden verschiedene Konzepte geprüft. Ein spannendes grundsätzlich Konzept, weil wir eben gesagt haben oder gesehen haben, dass in der Schlossstraße mit 4 Shoppingcentern beziehungsweise mit 3 Shoppingcentern plus Forum Steglitz
ein USP herausgearbeitet werden muss. Das heißt, irgendwas Besonderes. Damals das Thema Mall of Sports, das heißt, dass wir uns wirklich auf rein Sport und Vitalität konzentriert hätten, haben aber dann festgestellt, auch in den Verprobungen und auch Gutachten erstellen lassen, dass die Schlossstraße dafür aufgrund ihrer Regionalität und fehlenden touristischen Frequenz eher nicht geeignet ist. Das zweite Konzept, was wir geprüft haben, aber relativ schnell verworfen haben, war ein Department Store. Und dann hat man sich letztendlich wieder zurückbesonnen, was eigentlich das Forum Steglitz mal dargestellt hat, beziehungsweise der Bornmarkt vorher, nämlich die Versorgung des Umfelds. Und darauf haben wir uns dann auch konzentriert. Das heißt, wir entwickeln hier eine Mixed-Use-Immobilie, die sich, was den Einzelhandel angeht, stark auf das Thema Nahversorgung konzentriert, verbunden allerdings auch mit innovativer und auch wechselnder Gastronomie und einem sehr, sehr starken Fitnessbetreiber, der vorher schon im Center war und zu Berlins mitgliederstärksten Fitnesscentern gehört. Was ganz wichtig war, dass wir die Vertikalität aus dem Objekt nehmen und dementsprechend auch aufgrund natürlich der hohen Nachfrage in Berlin zwei Etagen in Büroflächen umgewandelt haben. Die Büroflächen haben sich auch sehr, sehr gut vermietet. Wir sind mittlerweile bei 100% Vermietung an bonitätsstarke Mieter, zum einen der öffentlichen Hand, zum anderen allerdings auch etablierte IT-Unternehmen. Ein Großteil der Flächen ist mittlerweile übergeben. Und im Einzelhandel hatten wir das Glück, oder für die Einzelhandelsflächen, mit einem supergeilen Edeka Flagship Store auf die komplette erste Etage einen Top-Mieter zu finden, der auch sehr, sehr stark ein Markthallenkonzept hier ansiedeln möchte und den Erlebniseinkauf in den Vordergrund stellt und nicht nur die klassische Versorgung. Dazu konnten wir letzte Woche mit dem Bauhaus-City-Konzept einen weiteren starken Ankermieter anbinden auf ca. 2.500 Quadratmeter Fläche und die zwei wichtigsten Ankermieter aus dem alten Bestand, Lidl und Rossmann, davon überzeugen zu bleiben und auch zu erweitern. Die restlichen Flächen werden wir an Dienstleistungs- und Gastronomie und natürlich auch etwas aperiodischem Einzelhandel vermieten bzw. schon vermietet haben. Und bei der Gastronomie, auch um nochmal auf das Thema, das Herr Rüther schon angemerkt hatte bzw. herausgearbeitet hat, werden wir versuchen, die Flächen so weit vorzubereiten, dass auch regelmäßig Gastronomen wie Plug and Play sozusagen einsteigen können, ihr Konzept probieren können oder auch umsetzen, aber ein regelmäßiger Wechsel gegeben sein kann. Das führt uns letztendlich zum Ergebnis. Vielleicht der eine oder andere mag es nicht so gern hören. Wir werden einen stabilen Cashflow mit einem Vault, also einer durchschnittlichen Vermietungszeit über 10 Jahre haben. Das ist aber den großen Ankermietern geschuldet und nicht den Gastronomen und Dienstleistern auf den kleineren Flächen. Wir haben eine top diversifizierte Nutzung, vor allen Dingen mit Mietern, die auch in der Pandemiezeit erfolgreich waren mit dem Thema Grundversorgung, Nahversorgung und Büromietern, die mit sehr innovativen Konzepten hier vor Ort sich angesiedelt haben. Der Büroanteil hat circa ein Drittel von ursprünglich 100%. Auch hier sind wir sehr glücklich mit der Mischung und dem Anteil. Und wir werden für dieses alte Gebäude eine LEED-Gold-Zertifizierung bekommen. Das heißt, uns auch letztendlich, was die Nachhaltigkeit angeht, gut positioniert haben. Das heißt, wenn wir mit dem Objektumbau und der Neupositionierung fertig sind, und davon gehen wir aus, dass es im Laufe des Jahres passieren wird, wenn nicht uns nochmal Lockdowns etc. einen Strich durch die Rechnung machen, dann haben wir hier ein sehr, sehr attraktives, optimal an die Bedürfnisse des Standortes angepasstes Objekt geschaffen mit modernen Arbeitswelten, die eine optimale Symbiose ausarbeiten, auserleben, aber auch aus ganz normalem Einkaufen bieten werden. Mhm. In diesem Sinn hoffe ich, dass ich meine 5 Minuten eingehalten habe und bedanke mich und gebe zurück an dich, Dirk.
Vielen Dank, Max. Ja, die Immobilie, die sich an den Bedürfnissen der städtischen Nutzer und Bewohner orientiert, in diese Richtung richtet sich auch der Appell von Rudi Purps, der mit 5 Thesen an die Schaffung von zukünftigen Immobilien und Erlebniswelten in Innenstädten sich an uns wenden möchte. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Vielen Dank, dass ich teilnehmen darf, lieber Herr Hönig, liebe Frau Hager, an diesem heutigen Seminar. Ich darf mich und die Firma kurz vorstellen. Ich bin Rudi Purps, ich bin geschäftsführend tätig in der Zentrumgruppe. Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, was Herrn Uwe Reppegatter gehört und sich seit 20 Jahren mit der Projektentwicklung von Einzelhandelsimmobilien beschäftigt. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann war die Projektentwicklung von Einzelhandelsimmobilien der alleinige Fokus des Unternehmens. Seit vielen Jahren haben wir aber mittlerweile ein zweites Standbein entwickelt, und zwar die Entwicklung von Büroimmobilien. Und in Zukunft wollen wir uns auch noch mit Wohnen beschäftigen. Wir sind also einer der Akteure, die in den deutschen Innenstädten ausschließlich in Top-Lagen auch das Geschehen mitprägen. Ich habe hier mal 5 Thesen mitgebracht, die uns tagtäglich umtreiben, die mich persönlich umtreiben. Und ich freue mich sehr, dass auch in den Vorreden viele dieser Themen schon berührt wurden und dass wir uns heute dazu austauschen dürfen. Es ist uns, glaube ich, allen sehr, sehr bewusst und man spürt ja, dass uns eine gewisse Sorge und eine Herausforderung umtreibt, nämlich dass der Onlinehandel, der seit mal 5 Jahren in etwa sehr, sehr deutlich an Einfluss gewonnen hat, mit einer großen Wucht daherkommt, die durch die Covid-Krise jetzt im Grunde nur noch mal bestätigt und verstärkt wird. Aber die Verfügbarkeit von Waren, die Preistransparenz und sicherlich auch die Geschwindigkeit und die Bequemlichkeit, mit der Waren angeliefert werden können, nach Hause, ins Büro oder sonst wie, ist schon ein starkes Argument für dieses schnell wachsende Segment des Einzelhandels. Auf der anderen Seite aber, und davon bin ich persönlich überzeugt, bestehen wir Menschen auch aus noch anderen Bedürfnissen und Wünschen. Uns geht es um Sinnlichkeit, uns geht es um Erlebnis, uns geht es um soziale, echte Kontakte. Also für mich sind Social Media kein guter Ersatz für echte soziale Kontakte. Und das spüren wir ja gerade auch sehr, sehr schmerzlich, wie uns die Stadt fehlt. Die Frau Hager hatte das so wunderbar beschrieben. Gerade in Europa unsere wunderbaren historischen Innenstädte zurzeit leer. Und wir alle wollen doch raus aus dem Homeoffice und wieder das echte Leben genießen können. Und das ist es auch, glaube ich, was der Ankerpunkt ist, worauf Städte, Immobilieneigentümer und Betreiber, sei es Gastronomie, sei es Einzelhandel, als eine Art Schicksalsgemeinschaft, so sehe ich das, in Zukunft schauen müssen. Wenn es um Attraktivität der Innenstädte geht, spüren wir alle, dass wir an einem Wendepunkt sind. Und ich habe mal in aller Kürze jetzt für die 5 Minuten, die bereitstehen, noch ein paar Thesen, die gleich hoffentlich noch diskutiert werden. Das erste Thema ist, was ein großer Retailer neulich auch mit mir diskutiert hat, Uniformität versus Inspiration. Also wenn wir ein bisschen zurückblicken in den letzten 10, 15 Jahren, dann war das Thema Filialisierungsgrad oftmals so ein Leistungsmesser. Ja? Also welche Stadt hat welchen Filialisierungsgrad und hat welche internationalen Konzerne eingesammelt? Und ganz stillschweigend hat sich so ein Gift eingeschlichen, dieser Uniformität, dass man eigentlich zur Erkenntnis kommt, ob ich nun in Köln, in Düsseldorf, in Berlin oder München oder in Mannheim einkaufen gehe, irgendwie sieht alles gleich aus. Irgendwie findet man immer dieselben Namen und je höher der Filialisierungsgrad ist, umso durchaus uninspirierter wirken die Innenstädte, und das Gleiche natürlich auch gilt für Shoppingcenter. Also hier ist in Zukunft mehr Mut gefragt. In dieser Schicksalsgemeinschaft beginnt bei den Städten. Die Städte müssen den Mut haben, Architektur zuzulassen, die die Menschen dazu bewegt, dass man dorthin fährt und sich das anschauen möchte. Ja, wir müssen da sehr, sehr offen sein aus meiner Sicht und uns durchaus auch an internationalen Beispielen mal orientieren und zulassen, dass es auch mutige architektonische Ansätze gibt. Hier auf meiner Folie sehen Sie mal ein Beispiel aus unserem eigenen Beritt. Das ist das Projekt K2 in Düsseldorf. Dieses Objekt hat die größte Grünfassade Europas, sicherlich ein großer, mutiger Schritt
Wir haben eine öffentlich begehbare schräge Wiese, die demnächst auch dem Publikum zur Verfügung stehen wird, gestaltet, etwas inspiriert von Amsterdam Museumsplein. Dort befindet sich viel Gastronomie. Wir haben sehr viel Außengastronomie beim Projekt K2 ins Spiel gebracht, um die Immobilie auch nach außen zu beleben und hier ein besonders architektonisches Highlight zu schaffen. Das ist natürlich nur ein Beispiel, es gibt sehr, sehr viele. Das müssen Städte zulassen. Wir müssen auch zulassen als Immobilieneigentümer, das hört der ein oder andere vielleicht aus der wirtschaftlichen Brille nicht gerne, dass es neben den klassischen Filialisierungskonzepten auch mal Raum gibt für Ausprobieren, Pop-up, nicht unbedingt wirtschaftlich getriebene Stores, aber eben, wie Herr Rüther es auch vorhin sagte, Konzepte, die sich mal ausprobieren dürfen, Konzepte, die wechseln dürfen. Da gibt es ja das ein oder andere Beispiel, wie das Bikini in Berlin zum Beispiel, das da recht erfolgreich mit diesem überraschenden und inspirierenden Momentum daherkommt. Eine Riesenherausforderung natürlich vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit. Also Uniformität ist ein großes Thema. Aufenthalt und Gastronomie, ich glaube, da muss ich jetzt nichts beitragen. Das hat Herr Rüther ja wunderbar gemacht. Ich bin persönlich und wir als Firma ein großer Fan davon, zuzulassen und Beiträge zu lassen, dass die Menschen sich aufhalten können, dass sie Platz haben, sich auszutauschen. Gastronomie muss vielfältig sein, muss auch wechseln dürfen. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den Filialisierungstrend nicht blind folgt, sondern auch zulässt, dass mal das ein oder andere lokale Konzept auffallen darf und herausstechen darf. Entertainment, ich habe mal hier ein Bild gezeigt von dem zukünftigen M&M Flagship Store, den wir in Berlin am Kudamm aktuell bauen und der im Spätsommer diesen Jahres eröffnen wird. Und Berlin Alexanderplatz, dieses grün-schwarze Bild, ist ein Shop des Gaming-Computerherstellers Monster. Ich verstehe unter Entertainment nicht, dass wir das ganze Jahr über Karussells aufstellen müssen und Budenzauber brauchen. Aber die Betreiber und Immobilieneigentümer müssen auch dort ein bisschen marketinglastig denken und den Menschen durch Konzepte, die nicht zwingend nur verkaufen wollen, sondern die auch sagen wir, im Marketing-Sinn eine Darstellung nach außen treiben wollen, Raum geben und zulassen, dass es durchaus aus dem Entertainment-Bereich starke Einflüsse gibt. Ich bin da persönlich immer auf der Suche nach solchen Konzepten. Das eine oder andere wird in den nächsten Jahren kommen, sicherlich vor allem aus der Gaming-Richtung, aber eben auch aus der Richtung von Markenherstellern. Digitalisierung, Riesenthema sicherlich. Braucht man dafür viel Zeit, viel Diskussion. Ich will nur ein Stichwort nennen. Wir werden beim Projekt K2 ein öffentliches WLAN-System einrichten. Das soll aber nicht zu Frustration führen wie im Fußballstadion oder im ICE oder am Flughafen. Wir alle kennen das, sondern ein wirklich leistungsfähiges WLAN einrichten, um die Generation Instagram zu fangen. Jeder, der größere Kinder zu Hause hat, der weiß, dass heutzutage die Frage nicht mehr lautet, wenn man in den Urlaub fährt, Papa, gibt es dort einen Pool, sondern Papa, gibt es dort WLAN? Ja, das sind die großen, wichtigen Fragen. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir mal mit öffentlichen WLAN insbesondere die Außengastronomie versorgen. Fünfte These, Kieze schaffen. Es muss einen Raum geben, wenn die Fußgängerzone, die hochpreisig ist, es nicht schafft, wo Alternativkonzepte sich entfalten können. Kleinteiligkeit habe ich gehört, niedrige Mieten habe ich gehört, das ist alles richtig, ansonsten geht das kaum. Und ich verstehe darunter solche Lagen wie etwa in Köln, die Ehrenstraße, das Belgische Viertel, oder Amsterdam, Nehrenstratjes, in Essen, Rüttenscheider Straße, die Schanze in Hamburg, das sind aus meiner Sicht sehr positive, schöne Beispiele, wie sich auch wieder inhabergeführte Unternehmen, die in der Innenstadt keine Chance haben, in den Fußgängerzonen keine Chance haben, entfalten können und auch einfach dafür sorgen, dass Menschen, die nicht unbedingt immer nur Mainstream sehen wollen, haben wollen, auch ihren Platz finden in der Stadt. Davon halte ich persönlich sehr, sehr viel. Aber ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen was beitragen. 5 Minuten habe ich nicht geschafft, aber 5 Thesen.
Vielen Dank, Rudi Purps. Bevor wir in die Diskussion überleiten, wollen wir auch ganz gerne Tim Melzer noch mal zu Wort kommen lassen mit seinen Wünschen an die Vermieter, die wir hier auch vertreten haben. Die Gastronomie ist ein hochpreissensibler Geschäftszweig. Das ist, glaube ich, nie deutlicher geworden als jetzt gerade. Gastronomie ist nichts, was man am Reißbrett entwickeln kann, also zumindest nicht für alle, also nicht im individuellen Bereich. Von der Politik erwarte ich eigentlich eine Anerkennung der Leistung, der Systemrelevanz, die wir hier eigentlich vollbringen. Die ist sicherlich nicht gleichzusetzen mit einer medizinischen Systemrelevanz, aber die Seele ist auch ein Teil unseres Körpers. Und ich glaube, die alle, die jetzt durch dieses Jahr durch sind, wissen jetzt ganz genau, was ich eigentlich meine. Von den Vermietern ist es so, wo ich manchmal denke, die Mietpreise, und da will ich niemandem zu nahe treten, wenn ich als Vermieter das Interesse habe, ein durchmischtes Angebot zu finden, macht es Sinn, sich für die Zukunft mal mit einer anderen Art und Weise der Mietgestaltung zum Beispiel zu beschäftigen. Denn es ist so, dass das Geld, was in der Gastronomie verdient ist, in einem durchschnittlichen Rahmen, es ist ein wahnsinnig hart verdientes Geld und es ist ein sehr kurzes Geld. Also dieses Geld geht meistens sofort wieder in die Investition eines Ladens rein. Die Zeiten davon, dass man sich wirklich in kurzer Zeit reich gemacht hat, die sind definitiv vorbei. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Hälfte meiner Ideen nicht umgesetzt werden, weil ich nicht das passende Objekt dazu finde im Sinne der Preisgestaltung. Also ich habe eine Idee eines Objektes, wo ich glaube, boah, das wird das Ding wirklich befeuern, kann es aber nicht machen, weil das Produkt, was ich anbieten würde, in der Kalkulation den Mietpreis nicht abzudecken. Deshalb da vielleicht, vor allem gerade, wenn es große Unternehmen sind, die da etwas größere Flexibilitäten haben, die nicht davon leben müssen oder ihren Lebensendabschnitt sozusagen gestalten müssen. Soll ich die müssen, sonst vielleicht übernehmen, wenn der Ton und das Bild nicht kommen sollte? Intelligentere Preisgestaltung oder vielleicht ein bisschen Innovationsgedanken, ein bisschen Mut wieder zu haben. Denn wir sind lange raus aus der Betrachtungsweise des Rotlichtgewerbes, also sprich, die Hälfte des Geldes ist schwarz eingenommen. Deshalb kann man eben solche Sachen wie umsatzbezogene Mieten auf einem intelligenten Niveau in Zukunft, glaube ich, noch besser auf den Markt bringen. Vorausgesetzt, man hat ein Interesse daran, die Objekte auch mit Charakter und in Individualität wirklich zu füllen. Ja, vielen Dank, Tim Melzer. Leiten wir über zur Diskussion. Max, vielleicht eingangs eine Frage an dich. Auf welche Herausforderungen muss sich die Realis als Vermieter innerstädtischer Immobilien künftig stärker einstellen? Welche Erfahrungen macht ihr? Also ich glaube, wir haben viele, viele der Punkte schon gehört im Laufe der Präsentationen. Wir müssen uns letztendlich darauf einstellen, dass unsere Kunden, die letztendlich ja auch die Miete bezahlen, also die Kunden, die auch den Einzelhandel oder die Gastronomie nutzen, erleben wollen. Das heißt, dieses klassische Konsumshoppen und dafür in die Stadt gehen, wird dauerhaft nicht ausreichen, sondern es ist der Erlebnisansatz, der die Leute in die Stadt oder zum Einzelhandel oder in die Center zieht. Und insofern müssen wir natürlich auch wir umdenken, beziehungsweise weiter an unserer Innovationskraft arbeiten. Nichtsdestotrotz sind uns hier teilweise die Hände gebunden. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Innenstadtimmobilien und Innenstadtcentern. Wenn ich ein Shoppingcenter oder ein Nahversorgungscenter habe, dann habe ich eine Vielzahl von Mietern und habe Einfluss darauf, wie ich die Mieterstruktur steuere und kann es mir leisten, dass der eine oder andere Mieter vielleicht nicht kostendeckend Miete zahlt, aber Spannendes und Frequenz in mein Center bringt. Mhm. Ich kann hier Erlebnisse schaffen, die bestimmte Zielgruppen ansprechen, die aber keine Miete zahlen können. Dafür können andere Mieter, die ich außenrum habe, höhere Mieten zahlen, weil sie mehr Umsatz machen können. Das kann ich aber, wenn ich in der Innenstadt eine alleinstehende Highstreet-Immobilie habe, eher nicht machen, weil da muss ich versuchen, die Renditen zu erwirtschaften, die meine Anleger von mir erwarten, beziehungsweise die ich ihnen irgendwann mal versprochen habe.
Da bin ich wesentlich weniger flexibel und muss dann zwangsläufiger auch egoistischer sein und schauen, dass ich den Mieter an mein Haus binde, der letztendlich nachhaltig die zumindest zielführendste Miete bezahlt. Aber in den Centern, wo wir die Flexibilität haben, da versuchen wir es auch umzusetzen, eben mit Erlebnis, je nachdem auch, was wir an Flächen natürlich zur Verfügung haben, mit Erlebnisbereichen für, wir haben jetzt in Köln sind wir dabei, eine Augmented Reality Erlebniswelt zu entwickeln, beziehungsweise an einen Betreiber zu vermieten. Und vor allen Dingen auch, was die Gastronomie angeht, möglichst flexibel zu sein. Das heißt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, auch im Forum Steglitz, wir werden Flächen so vorbereiten, dass die hochpreisigen Technikinstallationen vorhanden sind und Mieter möglichst schnell Plug and Play ihr Konzept umsetzen können und auch regelmäßig wechseln können. Was für Mieter möglicherweise interessant ist oder für die Betreiber, glauben wir zumindest, vor allen Dingen aber auch für die Nutzer im Forum Steglitz, auch für die Nutzer aus dem Haus, die ja regelmäßig auch mittags oder abends vor Ort was verzehren werden und nicht unbedingt immer das Gleiche verzehren werden wollen. Insofern, die Herausforderungen sind bei uns angekommen. Wir versuchen hier so flexibel wie möglich zu reagieren und zu agieren vor allen Dingen. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, was Herr Melzer erwähnt hat, das Thema Umsatzmieten, was grundsätzlich ich als unternehmerisch denkender Investor natürlich auch spannend finde. Uns als institutioneller Investor sind allerdings hier die Hände gebunden. Das heißt, wir dürfen nur aus regulatorischen Gründen einen bestimmten Anteil Umsatzmiete akzeptieren. Und dementsprechend können wir nicht alles mitgehen, was vielleicht beide Seiten gerne tun würden. Ja, da hinkt die Regulatorik vielleicht den Anforderungen etwas hinterher. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Christine Hager, welche Innenstädte sind denn in Zukunft gut gerüstet, um attraktiv für die Verbraucher zu sein, auf die wir ja für lebendige Innenstädte angewiesen sind? Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir das heute schon beantworten können. Per se würde ich jetzt mal interpretieren, dass die Großen es etwas leichter haben als die kleineren Städte, weil wissen wir alle, auch im Vermietungsmarkt ja ist auch Ihr Haus unterwegs, geht die Nachfrage natürlich sehr, sehr intensiv, natürlich auch an die Standorte, die erstmal größer sind und wo ein vermeintlich sichereres Investitions- oder Anmiet sozusagen Risiko besteht. Ich kann dem Herrn Ludwig Max da nur zustimmen, was er eben gesagt hat. Wir würden gern, ich bin absolut der Meinung, ich durfte ja heute auch was viel zum Thema Innenstadt sagen. Ich bin absolut auf seiner Seite dessen, dass wir im Shopping-Center-Bereich größere Herausforderungen sozusagen haben, aber auch meistern Kunden zuletzt. Ganz ehrlich, wir hatten ja auch schon vor Corona das Thema Food is the new fashion. Also es hat sich ja schon geändert. Und aber je länger diese Phase jetzt dauert, ich habe mich ja über den stationären Einzelhandel in meinem Eingangsvortrag eben ausgelassen und der Herr Rüther ja über die Gastronomie, aber nur die beiden passen zusammen. Das ist nach wie vor der Grund, auch in die Innenstädte zu gehen, selbst wenn wir die wieder mit größerer Durchmischung haben, mehr Entertainment, mehr Wohnen dabei und so weiter. Aber auf der Investorenseite oder durch die Brille eben halt geblickt. Das wird mir manchmal auch ein bisschen zu einfach dargestellt nach dem Motto, der arme Mieter, der böse Vermieter. Wie gesagt, die Bank spielt eine extrem große Rolle dabei, was wir uns im wahrsten Sinne des Wortes leisten können. Nicht, weil wir es nicht wollen oder auch nicht sehen, dass das die Zukunft ist, aber es muss natürlich sich sozusagen für alle rechnen. Also Sie haben mich nach den Innenstädten gefragt. Ich selber wohne ja auch eher in einer Kleinstadt. Wenn ich da heute höre, 50% mindestens der Händler sozusagen werden die Innenstadt verlassen. Ich habe sehr viel auch gehört, dass dort gerade die Einzelvermieter, die Privatpersonen, also wir haben ja die Diskussion um 50% Mieterlass während der Corona-Krise, das ist nicht überall angekommen. Und je länger diese Phase eben halt auch dauert, nicht nur wie die Hilfen ankommen, aber auch wann darf bitte die Gastronomie, und die ist wichtig für Leben, für Vitalität. Wir sehnen uns alle, glaube ich, wieder rauszugehen. Nichtsdestotrotz haben wir alle auch ein bisschen kochen gelernt im letzten Jahr. Also es muss wieder zusammen, und wir können uns einen neuen Lockdown, wird erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den Handel, die Handelsimmobilienindustrie, sondern auf unsere Gesellschaft haben. Und insofern bin ich froh, dass wir diese Woche sprechen, und ich hoffe sehr, sehr und bete jeden Abend, dass am Montag die richtigen Entscheidungen getroffen werden, weil
Der stationäre Einzelhandel und auch die Gastronomie hat alles umgesetzt, was uns nicht nur vorgegeben war. Wir waren selber aktiv daran beteiligt. Alle kennen unsere Handbücher. Alles wurde umgesetzt. Und ja, wir sind bereit und wir können das. Und das RKI hat auch bestätigt, dass eben halt die Infektionszahlen nicht durch den stationären Einzelhandel und ich glaube auch nicht durch die Gastronomie getrieben werden. Unter Einhaltung natürlich aller Abstands- und Hygieneregeln. Das ist, glaube ich, aber sowieso klar. Das müssen wir nicht nochmal erwähnen. Vielen Dank, Christine. Rudi Purps, wo man sagt klassischerweise, wo der Wandel ist, entstehen auch Chancen. Sehen Sie Chancen für sich als Projektentwickler von neuen Immobilien, die aus der jetzigen Situation in Zukunft erwachsen können? Ja, ich denke, grundsätzlich hat ja jeder Wandel immer zwei Gesichter. Es entstehen auf jeden Fall Chancen. Also ich denke, dass so eine gewisse Bereinigung, die sich gerade breit macht in dem filialisierten Einzelhandel, der in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark zunächst mal zugelegt hatte, auch einfach wieder Räume eröffnet. Wir erleben ja, dass viele der großen Einzelhändler ihre Verstreuung über die Städte mit 5, 6 Shops eher konzentrieren, gerade in einem großen Omnichannel-fähigen Laden und dadurch auch wieder flächenfrei werden. Also wenn ich mir etwas wünschen darf, Chancen hat ja auch sehr viel im Moment mit Wünschen zu tun, dann hoffe ich auf der einen Seite, dass also Sortimente zurück in die Städte kommen, die schon seit langem verdrängt sind. Wir haben, glaube ich, alle lange keine Spielwarenläden mehr gesehen, Schreibwarenläden. Es gibt viel weniger inhabergeführte Läden, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Ich glaube, ein Trend, der jetzt ganz langsam Fuß fassen wird, ist, dass die Online-Händler, die im Internet aufgewachsen, groß geworden sind, erkennen, dass sie mit dem Online-Handel auch an irgendeine gewisse Grenze stoßen und werden ausprobieren, im stationären Einzelhandel Läden zu eröffnen. In den letzten Monaten geistert da immer so der ein oder andere weltbekannte Name mit internationalen Maklern auch schon umher, aber ich glaube, man tut sich da noch ein bisschen schwer, ob man tatsächlich aus dem gewohnten Internet in die echte Welt gehen wird. Ich glaube aber, dass das für diese Unternehmen ein gewaltiger Vorteil sein wird, anfassbar zu werden und erlebbar zu werden. Davon gehe ich aus, dass wir da ja auch wirklich mal hier und da überrascht sein werden, wenn ein Amazon Stores eröffnet oder andere bekannte Marken aus dem Bereich. Ich denke, es wird auch einen Trend geben, dass, wie ich das vorhin für M&M's Berlin kurz angedeutet habe, die Marke M&M will ja nicht möglichst viele Bonbons verkaufen auf 3500 Quadratmeter, sondern die wollen ihre Marke präsentieren, zelebrieren und vor allem auch dem großen Tourismus zur Verfügung stellen. Ich glaube, das marketinggetriebene Ideen, Konzepte auch unabhängig von der Wirtschaftlichkeit Fuß fassen werden. Und dann glaube ich auch, dass die Digitalisierung noch das ein oder andere mitbringt. Wir erleben ja zum Beispiel, dass Automobil-Spezialhersteller, allen voran Tesla, aber auch andere sicherlich ihre Showrooms nicht so auf der grünen Wiese neben VW und Skoda, wie man das kennt, aus diesen Automobilparks präsentieren werden, sondern die wollen mitten ins Leben, in die Szeneviertel, dahin, wo die Menschen sind und sich da zeigen. Und das ist, glaube ich, alles nur ein Anfang. Insofern glaube ich, wenn jetzt so ein Wendepunkt da ist und die Innenstadt wieder etwas bunter, etwas vielfältiger und etwas lebendiger wird, dann ist das nicht nur schlecht. Super, danke schön. Ich habe ganz viele Fragen, Herr Hönig-Unsorg. Ich jump jetzt mal rein, weil wir müssen echt ein bisschen Gas geben, dass wir da auch noch einige beantworten können. Ich würde mich direkt an Sie wenden, Herr Rüther, und zwar in Bezug auf jetzt das Beispiel in Steglitz. Wieso ist so ein Konzept auch für die innovative Gastronomie interessant? Also wo sieht die sich da? Und vielleicht als Ausweitung dazu, können neue Logistikansätze nicht unterstützen? Gerade die Gastronomen haben doch ein Interesse daran, die Flächen für Gäste und nicht als Lager zu nutzen. Gibt es da schon Ansätze? Ja, also das, was ich aus dem neuen Forum Steglitz mitnehmen durfte, ist der Wille zu quasi Plug-and-Play-Gastronomie oder zumindest
der große Wille des Vermieters, sich in die Bedürfnisse des Gastronomen hineinzuversetzen und ihm schon möglichst viel sorgenfrei vorzubereiten, also um es so vereinfacht auszudrücken, das ist natürlich ein sehr guter Ansatz, über den ich mich sehr freuen würde. Ein weiterer guter Ansatz finde ich, dass es eben nicht mehr nur ums reine Shoppen geht, sondern dass ich dort auch Büros und andere Dinge habe, die einen regelmäßigen, wiederkehrenden Besucherstrom, eine kleine Community erzeugen, wo ich dann als Individualgastronom mich natürlich super aufgehoben fühle. Das ist ja mein Schwimmbecken, mein Fischteich, die Community-Pflege, die Pflege von Stammgästen, mit denen Dinge zu entwickeln. Und das wird mir dort offensichtlich beides geboten. Das finde ich, sind sehr gute Ansätze, wo ich mich als Gastronom drüber freuen würde. Was logistische Lösungen und Ähnliches angeht, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits bin ich der ganz festen Überzeugung, dass die Menschen Produktion, Zubereitung erleben und sehen wollen als Zeichen von frischer Authentizität, Ehrlichkeit und Transparenz. Andererseits natürlich möchte ich nicht auf der Premiumfläche die Kartoffeln schälen und die Zwiebeln schälen. So, das heißt, da wird es Lösungen geben müssen, die gibt es auch schon. Auch wir haben die mit Zentralküchen, wo ich mir wichtige Dinge natürlich vorbereite, zentral und sie dann zubereitet anliefern lasse. Also Stichwort ist Convenience, was aber wirklich von einfachster Qualität bis hin zu wirklich perfekter Qualität geht. Auch Sterne-Restaurants bereiten teilweise nur ein, zweimal die Woche bestimmte Jus und Dinge vor, vakuumieren sie dann und lagern sie kalt. So, ein Schritt weiter gedacht, muss das in der Küche des Sterne-Restaurants sein oder kann das auch in der Küche 10, 15, 50 Kilometer entfernt sein? Wichtig ist ja die Qualität der Zutaten und dann natürlich die Qualität der Zubereitung, Schockfrosten, Vakuumieren und so weiter und so fort. Also auch da gibt es in der Gastronomie sehr viele, in der Individualgastronomie, nochmal, natürlich gibt es in der Gastronomie Ghost Kitchen und so weiter, die gar kein Restaurant mehr haben, die sich nur noch aufs Liefern beschränken, aber ich plädiere ja für eine individuelle Gastronomie, damit eben auch die Player Nachbarschaftspflege betreiben können, Community Management mit unterstützen können, damit eben dauerhaftes Leben in die Innenstädte kommt und nicht durch digitalisierte, durch optimierte Amazon-like Gastronomie aus Ghost Kitchens minutengenau irgendwo hingeliefert wird. Da sind wir aus meiner Sicht wieder nur beim Sattmachen der Menschen, also beim körperlichen Sattmachen. Aber das hat der Herr Purps ja auch gesagt, es geht um ganz andere Sachen. Es geht ums Emotionale, ums Geistige, ums Seelische. Ja, vielen Dank für das Statement. Das hat jetzt auch noch ein, zwei andere Fragen mit abgedeckt. Super. Wir haben ansonsten nochmal den Verweis darauf bekommen, dass ja auch der Tourismus, wenn er zurückkehrt, in den Städten einen großen Mehrwert liefern wird für den Handel und letztlich ist ja da dann auch wieder Individualität key, denn nur Städte, die nicht alle gleich aussehen, ziehen natürlich Menschen an. Das ist, denke ich, ein sehr schönes Fazit an der Stelle. Herr Hönig-Unsock, ich würde gerne nochmal final an Sie abgeben, dass Sie Ihre Gedanken zum Abschluss uns mit an die Hand geben. Ja, das ist auch gerade wieder ein schönes Stichwort, dass nicht nur die Größe der Stadt alleine maßgeblich ist für die Chancen für den uns aktuell bevorstehenden Wandel, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin, sondern auch kleinere Städte, sofern sie ein Potenzial an Attraktivität haben, wecken und realisieren, gerade im Zusammenhang mit dem erstarkenden Tourismus auch eine Rückbesinnung auf schöne Ziele innerhalb der Deutschlands, dass das auch eine Chance für den Neuanfang sein kann, auch in unseren B- und C-Städten, wo wir auch im Vermietungsbereich und im Investment tätig sind. Wenn keine weiteren Fragen sind, bevor wir zum Abschluss kommen und uns verabschieden, möchte ich nochmal das Wort geben an Tim Melzer. Es war ihm ein großes Anliegen, noch ein finales Statement loszuwerden. Nahrungsaufnahme ist was Hochemotionales. Manchmal was ganz Praktikables und was Notwendiges, aber eigentlich ist es was Hochemotionales. Wenn wir an viele schöne Momente unseres Lebens zurückdenken, haben wir sehr oft einen Geruch oder einen Geschmack im Mund, sei es das Weihnachts-, also Weihnachten ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Viele Menschen haben sich jetzt der Geschenketradition entzogen, aber keiner entzieht sich dieses gemeinsamen Mahls. Und das sagt für mich eigentlich schon sehr vieles aus. Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen,
Dann erzählen wir sehr oft von den Erlebnissen, die wir hatten, aber auch sehr oft von der kulinarischen Entdeckung, die wir gemacht haben. Der kleine Bummschuppen an der Ecke, der nach nichts aussah, wo man reingegangen ist, wo man ein fantastisches Mahl genossen hat. Und all diese ganzen Momente lassen sich nicht digitalisieren. Das sind Momente, die nur das echte, wahre Leben darstellen kann. Ja, sehr schön. Momente des wahren, echten Lebens. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank an Sie, liebe Co-Referenten. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Diese Stunde ist vergangen wie im Flug. Und auch Dankeschön an alle Zuhörer, Zuschauer, die uns über die Stunde huldig geblieben sind. Zur Belohnung haben wir zum einen natürlich die Präsentation im Download und darf Ihnen auch zusichern, Sie bekommen auch 15 Minuten Fulltime Tim Mälzer mit Juliane Sakalariou zur Verfügung gestellt, mit weiteren pointierten und unterhaltsamen Statements. Ganz genau. In dem Sinne darf ich auch nur noch hinzufügen, vielen lieben Dank an die Runde. Es war wirklich eine sehr spannende Diskussion. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Aperitif wieder in einem schönen lokalen Gastronomen-Lokal. Das geht uns, glaube ich, allen so. Sie nicken und lächeln alle. Ich darf jetzt erstmal vor allen Dingen einen schönen Nachmittag wünschen. Um 14 Uhr geht es weiter zum Thema Logistik, also das Anschippern der Zwiebeln. In dem Sinne freue ich mich auf den Talk am Nachmittag. Wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.